Hallo und willkommen im Kanal. Ich bin Thomas und werde euch heute das Be Quiet Straight Power 11 vorstellen. Das kürzlich erschienene Netzteil ersetzt den sehr beliebten Vorgänger Straight Power 10. Die größten Unterschiede sind, dass diese Netzteile jetzt vollmodular sind und nicht mehr teilmodular wie bisher. Damit sind beim Straight Power 11 alle Kabel abnehmbar. Dieses Feature hatte nicht mal die Dark Power Pro Serie, die bisher auch nur teilmodular ist. Die sonstigen Eckdaten bleiben aber erhalten. Wir haben immer noch ein 80 plus Gold zertifiziertes Netzteil mit einem Silent Wing 3 Lüfter, der sich mit seinem 6 Pol Motor bereits in der Straight Power 10 Serie bewährt hat und den damit diese Netzteil Serie ihren unhörbaren Ruf verdankt. Wir sehen uns das Straight Power 11 mit 750 Watt Leistung an. Das Netzteil hat auf der 3,3 und 5 Volt Leitung kombiniert 150 Watt Leistung und kann die kompletten 750 Watt auf der 12-Volt-Leitung bereitstellen. Eine Besonderheit der BeQuiet-Netzteile war immer die Multi-Rail-Fähigkeit. Wir haben hier vier 12-Volt-Leitungen. Zwei von den Leitungen konnten 20 Ampere bereitstellen, die anderen zwei 24 Ampere. Bei der Kabelbestückung haben wir vier PCI-Express-Stecker, 6 plus 2 Pin, 2 EPS, davon ist einer teilbar, 11 SATA, 4 Molex und natürlich den ATX-Hauptstrang. Für den Netzteiltest verwenden wir unsere eigene Chroma Netzteilteststation. Diese ermöglicht uns nicht nur das Netzteil von 0 bis maximal Last, also hier 750 Watt, auszulasten, sondern auch während dieser Belastung alle notwendigen Werte aufzunehmen. Damit können wir auch nicht nur 80 plus überprüfen, sondern auch weitere Punkte wie zum Beispiel Hold-Up-Time und Restfälligkeit. Sehen wir uns das erste Messergebnis an. Und zwar der Wirkungsgrad bei 115 Volt Eingangsspannung. Diese ist zwar nicht so relevant für uns, weil wir hier ein 230 Volt Stromnetz haben, aber das Netzteil ist 80 plus Gold zertifiziert und zwar bei 115 Volt. Die X-Achse, also unten, zeigt die verschiedenen Laststufen von 0% bis 100%, also von 0 Watt zu 750 Watt. Links sehen wir den Wirkungsgrad dabei. Und in der Mitte, die gestrichelten Linien sind die verschiedenen 80 plus Zertifikate. Und das fängt an bei 80 plus Standard, Bronze, Silber und Gold. Die durchgehende Linie ist das Netzteil dann, also das Ergebnis unserer Messung. Und wir sehen, dass etwa bis 30% eigentlich das Netzteil schon 80 plus Platinum ist. Erst ab 40, 45 Prozent Auslastung fällt der Wirkungsgrad drunter. Interessant ist, dass die Kurve fast parallel zur 80 plus Platinum Zertifizierung verläuft. Bei 50% Last fehlen dem Netzteil nur 0,5%, bis es Platinum erfüllen würde und bei 100% 0,8%. Wenn man sich den Abstand zwischen den beiden Verläufen ansieht, also zwischen 80 plus Gold und 80 plus Platinum, ist das Straight Power 11 mehr 80 plus Platinum, als es Gold ist. Schauen wir uns den Wirkungsgrad bei dem für uns relevanten Eingangsspannung von 230 Volt an. Bei diesen zwei Diagrammen handelt es sich einmal rechts um das alte Straight Power 10 und links um das Straight Power 11. Wir machen also einen kleinen direkten Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Straight Power, was einem auffällt. Das alte Straight Power 10 war zwar 80 plus Gold zertifiziert und hat das auch erfüllt, aber die Grenze war sehr knapp. Also bis auf 100% Auslastung, wo es deutlich drüber war, war es eigentlich durchgehend sehr knapp dran. Das ist beim Straight Power 11 nicht mehr der Fall. Das Netzteil ist deutlich über der Grenze für 80 plus Gold. Das Besondere ist sogar, dass es bei 20% und bei 100% 80 plus Platinum erfüllt und bei 50% Last nur 0,8% Punkte dazu fehlen. Das ist so wenig, dass man eigentlich hier schon wirklich so sagen kann, dass es sich bei dem Straight Power 11 um ein 80 plus Platinum Netzteil handelt. Wenn man sich den Verlauf weiter ansieht, dann fällt einem auf, dass das Netzteil ab etwa 15% Last schon über 91% Wirkungsgrad erreicht und diesen fast durchgehend hält. Ja, also es wird nur besser und erreicht seinen höchsten Wirkungsgrad mit 93,3, aber es fällt nicht wieder unter 91%.
Heutige PCs sind bei geringen Lasten sehr sparsam. Deshalb schauen wir uns mal bei diesem Diagramm an, wie sich das Netzteil verhält bei Lasten unter 100 Watt. Unten auf der X-Achse haben wir die verschiedenen Laststufen zwischen 5 bis 105 Watt und natürlich links die Y-Achse wieder der Wirkungsgrad. Ab einer Last von 35 Watt erreicht das Netzteil einen Wirkungsgrad von 81%. Dieser steigert sich dann kontinuierlich ab diesem Punkt und bereits ab 90 Watt haben wir einen Wirkungsgrad von über 90%. Sehen wir uns im folgenden Diagramm mal an, wie sich die Spannung beim State Power Alpha verhalten, und zwar über den kompletten Lastbereich. Von 0 Watt bis 750 Watt. Die Spannung ist da nicht die ganze Zeit konstant, sondern reagiert auf die Veränderung der Last. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt die 4 12 Volt Spannungen, die sich unterschiedlich verhalten. Und zwar abhängig davon, wie diese stark belastet werden, gibt es auch einen etwas anderen Spannungsabfall. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel die 12 Volt 1 und 12 Volt 3 stärker abfallen als die 2 und die 4. Das ist nichts ungewöhnlich, das liegt an der Rayleigh-Verteilung. Insgesamt, wenn man sich den durchschnittlichen Spannungsabfall der 12 Volt Leitung ansieht, der ist vorne links aufgeführt, fällt die Spannung dort um 0,74% ab oder um 0,089 Volt. Das ist eine sehr gute Spannungsregulation auf der 12-Volt-Leitung. Auf den 3,3 und 5-Volt-Leitungen sehen wir Spannungsabfälle von 2,93 und 2,25%. Das ist zwar etwas höher, der Spannungsabfall auf der 3,3 und 5-Volt-Leitung fällt mit 2,93% und 2,25% etwas höher aus, liegt aber noch weit, weit innerhalb der Toleranz. Und da diese Leitungen heute sowieso nicht mehr so relevant sind wie früher, ist das deutlich zu vernachlässigen. Bei dem bisherigen Spannungsverlauf, den wir uns angesehen haben, haben wir mit festen Lasten gearbeitet. Das heißt, da wurde die Last gesteigert, verteilte sich diese Last gleichmäßig auf alle Leitungen, also auf 3,3, 5 und 12. Das ist in der Realität nicht immer der Fall, da ein PC mehr die 3,3 belastet, der andere weniger. Und deshalb sehen wir uns mal den Spannungsverlauf an bei Crossload-Belastung, das heißt bei wechselnden Lastzuständen. Wir haben links, sehen wir unten Last auf 3,3 und 5 Volt in 5%, 10%, 20%. 50, 100% Last und oben 5, 10, 20, 50 und 100% Last auf der 12 Volt Leistung. Und in der Tabelle sehen wir dann, wie die Spannung, die 12 Volt Spannung auf diese unterschiedliche Lastverhalten reagiert und wie stark sie abfällt. Insgesamt muss man sagen, dass auch der Spannungsabfall bei Crossload Lasten sehr gut ist. Das heißt, das Netzteil reagiert sehr gut auf solche wechselnden Lasten. Abschließend kann man sagen, dass die neue State Power 11 Serie eine sehr gute Spannungsregulation hat. Ich habe jetzt hier etwas auf die 12 Volt Leitung konzentriert, weil die heute relevant ist. Falls ihr noch an den Spannungsverhalten der 3,3 und 5 Volt Leitung und minus 12 Volt Interesse habt, diese Diagramme findet ihr im schriftlichen Test unten verlinkt. Bisher haben wir uns den Spannungsverlauf angesehen, und zwar wie das Netzteil auf Lastzustände reagiert und wie sich dadurch die Spannung ändert. Nun kommen wir zu der Restwelligkeit, die etwas mehr über die Güte der Spannung sagt, also wie gut die generierten Spannungen sind, die das Netzteil an die Komponenten liefert. Wir sehen uns zwei Screenshots von unserem Oszilloskopen an. In zwei verschiedenen Auflösungen, einmal in 10 Millisekunden und einmal in 10 Mikrosekunden. Zuerst die 12 Volt Leitung, und laut ATX-Spezifikation sind 120 Millivolt erlaubt. Das Required State Power 11 erreicht hier nur 30 bis 37 Millivolt. Das ist ein guter Wert, aber kein exzellenter Wert. Da liegen High-End-Netzteile oft drunter.
Was aber sehr schön ist, wenn man sich das Bild in 10 Mikrosekunden aufsieht, dass die Spannung nahezu frei von Störungen ist. Kommen wir zu den 3,3, 5 Volt, minus 12 Volt und 5 Volt Standby-Leitung. Sowohl bei 10 Millisekunden als auch bei 10 Mikrosekunden liegt die Restfälligkeit zwischen 10 bis 30 Millivolt. Das ist auch ein guter Wert, kein hervorragender, aber deutlich unter den geforderten 50 Millivolt. Ein sehr wichtiger Faktor bei Netzteilen sind die Schutzschaltungen. Diese sind beim Straight Power 11 sehr umfangreich. Wir sehen uns in diesem Test drei Schutzschaltungen an. Einmal OPP, das ist die Überlastschutzschaltung. OCP, das ist die Überstromschutzschaltung. Und SCP, die Kurzschlusssicherung. Kommen wir also zuerst zum OPP-Test. Beim OPP-Test wird das Netzteil so lange überlastet, bis es abschaltet. Wie man sieht, geschieht das hier bei 982 Watt und 70 Ampere auf der 12-Volt-Leitung. Wichtig dabei ist, dass die 12-Volt-Leitung selbst nicht bei Überlast einbricht. Das heißt, das Netzteil schaltet rechtzeitig ab. Wie ein schlecht implementierter Überlastschutz aussehen würde, das wäre zum Beispiel, wenn das Netzteil nicht abschalten würde bei 1000 Watt, aber die Spannung bereits eingebrochen ist auf 10 Volt. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Kommen wir zu der Überstromschutzschaltung. Diese hat eine ähnliche Funktion wie die Überlastschutzschaltung, jedoch behandelt sie nicht das komplette Netzteil, sondern die einzelnen Rails. Deshalb sehen wir hier auf diesen zwei Bildern die vier 12-Volt-Leitungen des Straight Power 11 und wann sie abschalten. Auf der linken Seite haben wir die zwei 12-Volt-Leitungen, die laut Spezifikation bei 20 Ampere liegen, auf der rechten Seite die, die bei 24 Ampere liegen. Wie man sieht, schalten auf der linken Seite ungefähr bei 34 Ampere und 39 Ampere die zwei 12-Volt-Leitungen ab und auf der rechten Seite bei 38 und 42. Kommen wir zum OCP-Test auf der 5 und 3,3-Volt-Leitung. Hier schaltet das Netzteil korrekt bei ungefähr 40 Ampere Überlast ab. Eine sehr wichtige Schutzschaltung ist die Kurzschlusssicherung, auch als SCP bezeichnet. Und hier gibt es keinerlei Beanstandungen beim Be Quiet Straight Power 11. Selbst Kurzschlüsse über Kreuz werden korrekt erkannt und das Netzteil schaltet ab. Bei Be Quiet ist die Lautstärke ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Sehen wir uns dazu den Verlauf der Lüfterdrehzahl des verbauten Silentwix 3 an und wir sehen, dass bis etwa 300 Watt Last der Lüfter mit unter 300 Umdrehungen dreht und damit fast unhörbar ist. Ab 300 bis 600 Watt steigert sich die Lüfterdrehzahl kontinuierlich, bleibt aber auf einem kaum wahrnehmbaren Niveau. Erst ab 600 Watt wird das Netzteil wahrnehmbar, ist aber immer noch sehr leise. Neben der Lautstärke ist die Temperatur oder die Kühlung des Netzteils nicht unerheblich. Dazu sehen wir uns jetzt hier sechs Bilder an von unserer Infrarotbildkamera und die dazugehörigen Hotspots. Wir haben das Netzteil von jeder Seite aufgenommen. Die Hotspots werden durch kleine rote Dreiecke automatisch erkannt. An den meisten Gehäuseseiten gibt es keine merkliche hohe Temperaturen zwischen 20 bis 40 Grad. Wir haben an der Unterseite einen kleinen Hotspot mit 60 Grad. Das ist kein Problem, da die Hersteller auch Wärmeleitpads verwenden, um die Platine passiv am Gehäuse zu kühlen. Zwei weitere Hotspots sehen wir beim Lüfter und beim Mesh. Dieses liegt bei 95 Grad und 74 Grad. Und das ist ein Trafo im Inneren des Netzteils. Die Temperatur ist da vollkommen unbedenklich. Solche Trafos können 150 Grad Celsius problemlos erreichen und sind dafür spezifiziert. Ja, und da sind wir jetzt beim Fazit angelangt. Was lässt sich sagen zum Be Quiet Straight Power 11? Es ist kein revolutionär neues Netzteil. Es ist mehr Evolution anstatt Revolution. Wir haben hier
durchgehend Verbesserungen zum Vorgänger. Und das betrifft nicht nur die vollmodularen Kabel. Wir haben eine hervorragende Effizienz, die so nahe am Platinum-Level ist, dass das Netzteil eigentlich schon 80 plus Platinum ist. Wir haben eine sehr gute Absicherung jeglicher Schutzschaltung, ob Kurzschlusssicherung oder Überlast. Das Netzteil ist bis 300 Watt eigentlich unhörbar, bis 600 Watt sehr leise. Erst ab 600 bis 800 Watt wird es wahrnehmbar. Wir haben einen sehr guten Silent Wings 3 Lüfter mit 6 Pol Motor. Wir haben, wie ja bereits erwähnt, nun vollmodulare Kabel. Die Restfälligkeit des Straight Power 11 ist auf einem guten Niveau. Es gibt zwar Netzteile, die eine deutlich geringere Restfälligkeit aufweisen. Man darf aber hierbei nicht vergessen, dass es sich bei dem Straight Power 11 um ein Mittelsegment-Netzteil oder gehobenes Mittelsegment-Netzteil handelt und nicht um das Dark Power Pro. Nachteile gibt es eigentlich nicht wirklich. Das Ganze ist eher dann Meckern auf hohem Niveau. Die Verkabelung aufgrund von Multirelay kann etwas sich kompliziert gestalten. Da muss man vielleicht, wenn man das Netzteil stark auslastet, ins Handbuch nachsehen, weil die Relayverteilung nicht auf dem Netzteil selber vermerkt ist. Und die Spannungsregulation auf 3,3 und 5 Volt könnte etwas besser ausfallen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ. Über Feedback würden wir uns natürlich freuen. Bis zum nächsten Video.